Es ist Post gekommen. Oh, da ist eine Karte für dich, Anna. Wirklich für mich? Von wem? Von Evi aus dem Urlaub. Toll, was hat sie geschrieben? Mama, kannst du es mir vorlesen? Ja. Liebe Anna, im Urlaub ist es sehr schön. Ich bin mit der Seilbahn auf einen ganz hohen Berg gefahren und im Schwimmbad waren wir auch. Bis bald im Kindergarten, deine Evi. Wie schön, ich will Evi auch eine Karte schreiben. Aber du bist ja gar nicht im Urlaub. Trotzdem, ich habe hier doch auch etwas erlebt. Ich bin beim Eierlauf-Wettbewerb in einen Schokohasen gefallen. Das stimmt, das ist allerdings etwas ungewöhnlich. Ich finde das eine nette Idee. Du könntest eine schöne Karte malen und dann schicken wir sie Evi. Bestimmt freut sie sich darüber. Wir haben sogar noch schöne Postkarten. Wo? In der Kinderpost. Richtig, bei der Kinderpost. Die hole ich jetzt. Hier ist sie. Das ist der Schalter. Hier haben wir Briefumschläge. Und hier sind ja die Postkarten. Oh ja, die sind schön. Aber das ist eine Weihnachtskarte. Die kann ich jetzt im Frühling nicht verschicken. Aber hier gibt es eine mit einem Hasen. Das würde doch passen. Oh nein, hier ist noch eine schönere mit einer Katze. Wie süß. Die passt zu Evi. Die nehme ich. Guten Tag. Hallo, was kann ich für Sie tun? Das ist ein Überfall. Geben Sie mir das ganze Geld. Du bist doof, Lena. Ich habe schon alles schön aufgebaut. Gib das Spielgeld wieder zurück. Du kannst da seitlich am Geldautomaten Geld holen. Na gut. Wo ist die Bankkarte? Ja. Danke. Ich hätte gerne 50 Euro. Schwupps. Danke, cool. Jetzt kannst du noch Briefmarken kaufen. Brauche ich keine. Willst du keinen Brief verschicken? Oder so eine schöne Postkarte, schau mal. Oh, die ist wirklich toll. Verschick doch auch was, vielleicht an Lisa oder an Malte oder an Oma und Opa. Du hast recht, vielleicht mache ich das auch. An alle, die du genannt hast, wenn schon, denn schon. Ja, super, ich kann auch Hilda noch eine Karte machen. Und Mia, Paul und Alex. Die mit den Herzchen bekommst du noch für Malte. Oh, ich weiß nicht. Wenn du sie nicht willst, dann schicke ich sie eben Oma. Ja, mach das. Oma freut sich. Kannst du mir dann meine Karten schreiben? Ich habe doch selbst welche zu schreiben. Frag Mama. Na gut. Mama! Ja? Kannst du mit mir jetzt die Postkarten schreiben? Ja, mach ich. So viele? Wem willst du denn alles schreiben? Also die ist für Evi, die für Hilda, die für Oma und Opa, die für Mia, noch eine für Paul und eine für Alex. Und kann ich Frau Fischer auch noch eine schreiben? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich noch so viele Briefmarken da habe. Ach so, und Lena schreibt ja auch noch welche. Sonst müssen wir eben noch zur Post. Die in der Nachbarschaft könntest du ja direkt verteilen. Da können wir uns die Briefmarke schon mal sparen. Okay. Wusste ich's doch. Ich habe noch Tierpostkarten, die es früher als Belohnung in der Schule gab. Die sind süß. Welches Tier würde wohl zu Malte passen? Ein Wildschwein kann ich ihm, glaube ich, nicht schicken. Das kommt ein bisschen komisch. Hamster? Ja, vielleicht. Mit den Backen voll Schokolade hat er schon was von einem Hamster. Flamingo? Nee, das passt gar nicht. Auf gar keinen Fall. Die nehme ich besser für Lisa. Sie mag Flamingos. Löwe? Ja. Löwe, warum nicht? Malte ist sehr schnell und er schläft auch tagsüber gerne mal. Das passt. Und hast du deine Post fertig? Ja, gleich. Dann kannst du zu mir kommen. Ich klebe noch eine Briefmarke drauf und stempel sie ab. Alles klar. Hier. Bitte schön, aber verteilen musst du sie selbst. Warum? Was ist das denn bitte für ein Service? Ich dachte, du bist die Post. Für was habe ich denn eine Briefmarke bezahlt? Du hast sie nicht bezahlt. Außerdem ist es keine echte und bis zu Malte darf ich nicht alleine laufen. Okay. Ich gehe meine Post jetzt verteilen. Ich komme mit. Für Hilda. Für Lisa. Für Paul, Alex und Mia. Für Oma. Und Opa. Jetzt muss ich noch zu einem Briefkasten. Frau Fischer und Evi bekommen ihre Postkarte nämlich mit der richtigen Post. Cool, ich muss noch zu Malte. Wir treffen uns dann wieder zu Hause. Okay. Es ist Post für euch gekommen. Cool. Ich will auch eine Karte verschicken. Ich auch. Mia, Brief malen. Du schreibst was, Alex, und ich stempel es ab. Ah, ich mache ganz viele Stempel drauf. Stempel macht Spaß. Eine Karte für mich von Anna, wie schön!
Das hat heute Spaß gemacht, die Karten zu verschicken, findest du nicht auch? Ja, das hat es. Malte hat mir ein Foto geschickt. Er hat die Karte in seinem Zimmer aufgehängt. Und Lisa hat sich über ihre auch gefreut. Schön. Ich bin nur ein bisschen traurig, weil ich dachte, dass ich auch wieder viele Briefe zurückbekomme. Ich wollte doch mal richtig viel Post bekommen. Du hast sie doch erst heute verschickt. Die Leute haben vielleicht nicht Zeit, gleich zurückzuschreiben. Ja. Aber du musst jetzt schlafen, Anna. Ich weiß. Gute Nacht. Gute Nacht. Lena, da sind ganz viele Briefe gekommen. Schau mal. Von Oma und Opa, Hilda und von Mia. Sie hat uns ein Bild gemalt. Wie süß. Von Oma und Opa eine Pferdepostkarte für uns beide. Sie haben sich über unsere Karte gefreut und wünschen uns noch schöne Ferien. Toll, alle haben sich über die Post gefreut. Von Paul und Alex ist gar nichts gekommen. Ja, stimmt. Vielleicht liegt noch etwas vor der Tür. Nein, da ist nichts mehr. Lena, Anna. Hallo. Hallo, Paul. Alex und ich haben noch Briefe für euch. Cool, du kannst sie uns runterwerfen. Quasi Luftpostversand. Okay, wartet. Es regnet Briefe. Ach du meine Güte. Du wolltest doch mal richtig viel Post bekommen. Ja, aber das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!